Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slobaka. Jetzt geht's hier weiter mit Broken Lines. So, wir sind kurz vor der nächsten Mission. Anstand haben wir gewählt, wo wir dem Ursprung eines merkwürdigen Quietschens hinterhergehen. Wir haben auch schon alles ausgewählt. Genau, das ist alles fertig. Wir hören uns an, was sie noch zu sagen haben. Avery zum Beispiel. Sieht aus, als käme der Nebel von hier. Gehen wir dem auf dem Weg zum Damm mal nach. Ja, genau, das ist die Anstandsmission. Was auch immer das für ein Lärm ist, er ändert nichts an unserer Mission. Morgan ist ein bisschen dagegen, der bleibt ja aber auch hier. Diese mechanischen Geräusche kommen vom Friedhof. Okay, also scheinbar gehen wir beim Friedhof rein. Morgan kann gut hier bleiben. Avery möchte eigentlich gehen, den lassen wir aber auch hier. Er ist schließlich verwundet. Hat er noch irgendwas? Nee, wir haben jetzt alle komplett ausgerüstet. Insofern würde ich sagen, los geht's mit Anstand. Los geht's mit Anstand. Die Soldaten folgen den seltsamen Geräuschen bis zu ihrem Ursprungsort inmitten eines verlassenen Friedhofs. Mechanical sounds echo through the valley. A heartbeat in the wind. What of the source? When this squad finds it, it will be more than they bargained for. Eine unangenehme Überraschung. Na gut, schauen wir mal. Der Trupp blickt auf den vor ihm liegenden Friedhof. Könnt ihr alle die laute Maschine in der Mitte sehen? Die seltsame Maschine macht mir weniger Sorgen als die ganzen Gesichtslosen, die um sie herumstehen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Dann sollten wir sie erledigen. Super Plan, Kim. King. Kim habe ich ihn jetzt genannt. Blutrausch, Ziegelmauer, Ausrüstungsspezialist. Okay, dann schauen wir uns erstmal um. Also wir sind hier auf der Anhöhe. Sehr schmaler Eingang auf jeden Fall. Gute Deckung links, rechts, aber hier ist quasi gar keine Deckung. Ist jetzt die Frage, ob wir hier außen rum kommen. Das wird alles gut gesichert sein. Hier oben stehen bestimmt auch Leute drauf. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir uns hier eng entweder hier rum bewegen oder auf der anderen Seite kommen wir vielleicht auch lang. Und dann hier außen rum. Hier ist ein Eingang. Wie sieht es hier hinten aus? Da ist auch, aber schmal ist das Ganze. Auf beiden Seiten allerdings. Ne? Hier ist ein bisschen mehr Platz, wenn man außen rum geht. Hier kommt man auch hinten rum. Also rechts rum eigentlich besser. Obwohl auch hier können wir den Eingang ein bisschen unter Beschuss nehmen. Dämpfe sind auch wieder da. Na gut. Also, nochmal zum Vergewissern. Schrotflinte, zwei Fernkämpfer, Haley und Sherman und das Maschinengewehr von Fry. Wir kommen sowieso nur bis hier. Deswegen machen wir das doch auch mal so. Haley kommt auch nicht weiter. Yes. Er kommt auch nicht weiter. Okay. Und Sherman dann auf die andere Seite. Der kommt so knapp ein bisschen weiter, aber es bringt uns nicht wirklich viel. Also, los geht's. Noch nichts. Wie erwartet eigentlich. Kommen wir hier unten durch? Nee, da müssen wir oben drum rum. Und hier müssen wir auch oben drum rum. Dann gehen wir erstmal hier hin. Und nehmen jeweils einen Fernkämpfer mit auf jede Seite, wollte ich gerade sagen. Teilen wir uns jetzt auf. Also auf die ganz andere Seite sollten wir nicht gehen. Dann würde ich mal sagen, Fry eher hierhin. Und du kannst ja mal
Obwohl, nee, wir sollten wirklich auf eine Seite gehen. Insofern machen wir hier zwei Zweiergruppen und gehen jetzt links rum. Get down. Okay, erster Kontakt auf der Seite. Da stehen die beiden jetzt natürlich ungünstig, also müssen wir mal schauen. Gut. Fry darüber, Sherman darüber. Können wir von weiter weg schießen? Ab hier. Naja, wenn der einen Schritt nach vorne kommt, dann ist das ja alles gar nicht so schlimm, ne? Hier könnte Wood getroffen werden. Quatsch, Wood King. Naja, wir könnten jetzt beide Fernschützen hier mal aufstellen. Also einer da. Wo ist auf der anderen Seite? Ist hier noch irgendwo Platz? Nur hier hinten. Es ist tatsächlich auch, wird auch besser hier noch. Da wird es schlechter. Wie weit weg? Das ist die perfekte Entfernung. Okay, dann geht Haley erstmal hier hin. Wo sie noch unter Schutz steht. Yes. Sherman geht nach vorne, und zwar außen hin, wobei da werden auch Leute sein. Yes. Aber vielleicht nehmen wir die doppelte Runde hier. Fry und Sherman nach vorne. Yes. King müsste da eigentlich auch rüber. Er geht jetzt hier rüber. Da ist nur die Frage, ob wir Haley auch mit nach vorne schicken. Ob wir die auch noch hier mit hinschicken. Wahrscheinlich schon. Gehen sie doch ein Stück weiter nach vorne. Ob sie jetzt rennen sollten, weiß ich jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich wäre es zumindest für King ganz gut. Aber der zieht dann auch das ganze Feuer auf sich, ne? Aber wir machen das mal so. Das ist ja hier... zieht mehr Feuer auf sich, aber dass der hier schnell hingeht. Und ich glaube auch Sherman darf hier sich schnell bewegen. Okay. So, das war die erste Überraschungsmoment. Der ist fast hinüber, das war's schon. Sehr gut. Sehr gut. Dann geht's jetzt direkt weiter. King nach vorne. Yes. Gehen wir jetzt davon aus, dass hier oben, also noch haben wir keinen anderen gesehen. Ich würde sagen, so sieht das ganz gut aus. Und du... tja. Erster Punkt hier, zweiter Punkt wäre dann hier irgendwo. Je nachdem, was da auftaucht. Und Sherman würde ich mal hier hinstellen erstmal. Schauen wir, wo die nächsten kommen. Okay. Da ist ein Fernschütze. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Moment. Das heißt, Sherman 15, 15. Wo haben wir am besten Chance? Hier so. Gehen wir dahin. Yes. Fry hat hier natürlich gar keine Chance gerade. Das heißt, der bleibt auf dem Weg hier hoch. King soll mal weitergehen. Haley ist jetzt die Frage, ob wir die von hier oben auch schießen können. Ja. Dann geht sie einfach mal hier entlang. Und wir hoffen, dass da nicht noch jetzt jemand auftaucht, der nah dran steht. Ja, erster Schuss jetzt ein bisschen zu früh abgegeben von Sherman. Okay, das ist aber sehr gut hier. Aber drei Leute, aber wir haben sie ganz gut in der Zange. Jetzt wird es für Sherman ein bisschen eng. Haley muss noch ein Stück weiter nach vorne. Hierhin oder eben hierhin. Oder mit runter. Hier ist auch nicht schlecht, glaube ich.
50, 10, 45 ist nicht gut. Wieso bist du da nicht da? Ist sie in Deckung? Du kannst von hier oben so halb gut schießen. Vielleicht machen wir das auch eher. Das heißt also, Fry wieder runter. Du bleibst da stehen. Haley auf seine Position. Also quasi genau dahin, wo es jetzt gerade nicht geht. Dann stellen wir dich hier hin. Yes. Und yes. King. Tja, gehen wir da jetzt außen rum. Hier wären wir auch ganz schön krass im Feuer. Dass wir da nah rankommen, das ist so eine Sache. Aber vielleicht können wir da mit einer Rauchgranate im Notfall helfen. Gehen wir auch mal direkt, obwohl wir da nicht so... Ich schicke den mal außen rum. Noch ohne Granaten und irgendwas anderes. Wir könnten jetzt sagen, dass Fry natürlich ein Unterdrückungsfeuer legen soll hier. Und wir könnten Sherman mal sagen, was ist am gefährlichsten hier? Der wird gleich gefährlich werden, wahrscheinlich. Sprenggranate, Schockgranate wäre natürlich auch nicht schlecht. 30%, 80% bei dem. Machen wir das erstmal. Und Haley, sobald sie hier ist, 20, 55 probiert mal den zu treffen. 20%, das ist echt nicht gut, ne? Wir probieren es. Noch sieht's gut aus. Keiner, ein bisschen Stress, aber keiner so richtig schlimm getroffen. Ah, jetzt. Sherman, ach du meine Güte. Okay, von der Seite jetzt kriegt er richtig was ab. Okay. Der muss zurück. Beziehungsweise müssen wir irgendwie dafür sorgen, ach, dass wir hier jetzt mal Unterdrückungsfeuer legen mit Fry. Sherman, tja, langsamer Bewegung, weniger Aufmerksamkeit. Wir können jetzt natürlich, aber nee, wir stehen da sehr ungünstig. 65% kriegen wir da ab. Wo haben wir gute Deckung? Vor allem gar nicht. Wir haben die erst hier wieder. Das wird wahrscheinlich schwierig werden, durchzuziehen. 75% haben wir da. Dann probieren wir mit Haley von hier hinten drauf zu halten. Okay. Und hier machen wir Unterdrückungsfeuer. Allerdings muss man sagen, wir stehen hier nicht in Deckung gerade. Hier würden wir, aber... 60, 60. Hier ist es 55, 65. Der ist ungünstig hier. Wie weit kommst du hier rum? Ja, das ist nicht sehr hilfreich hier, das Außenrumlaufen gewesen. Obwohl, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Leider müssen sowohl Haley als auch Fry jetzt gleich nachladen. Das ist auch extrem ungünstig. Ich weiß nicht, ob das Unterdrückungsfeuer dann hält. Yes. Oder ob wir vielleicht sagen, dass Fry auch zurückgehen muss. Vielleicht macht das mehr Sinn und erst dann das Unterdrückungsfeuer legen. Probieren wir es. Also ich befürchte, dass Sherman jetzt hier ein bisschen was zu Boden gehen wird. Komm, na, das war's. Ja, wie schon gedacht. Jetzt wird's eng. Also es war schon vorher eng, aber jetzt wird's richtig eng.
Rauchgranate hilft uns nur so halb. Den dürften wir jetzt eigentlich mit dieser Waffe, mit King hier an der Seite wegkriegen. Da stehen wir auch hier am besten. Der läuft auch noch in die Richtung. Problem ist er jetzt hier. Da können wir noch einen Schritt zur Seite gehen. Schritt zur Seite und du, ja, du sollst auf den schießen. Ich hoffe, du machst das auch. Yes. Wir können Haley auf jeden Fall sagen, dass sie auf den da schießen soll. Auch wenn es dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr 70% sind, weil er schon hier oben ist. Weiter geht's. Ja. Sehr gut, sehr gut. Zwei runter. Erstmal sehr gut, aber Sherman, ja, das ist natürlich nicht gut. Bewegen wir uns vorsichtig nach vorne. Fry ein Stückchen. Haley kann eigentlich von hier aus, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? 25, das reicht mir völlig. Und King... Ja, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Er müsste bis hier ran, damit es was bringt. Aber dahin darfst du mal gehen. Wir benutzen natürlich jetzt echt sehr wenig von dem ganzen Kram, aber... Ja, sieht gut aus. Nachladen, nachladen. Schauen, ob wir hier nochmal einen Bonuspunkt irgendwo kriegen. Nee, kriegen wir nicht. Aber Haley dürfte eigentlich weiterhin... Nee, die hat jetzt 0% hier. Ui, fine. Wo liegst du jetzt? 0 und 0. 0 und 0 ist ja... Was soll das denn? Gut, Schritt außen rum. Yes. Und auch bei Haley müssen wir gucken, dass wir... Warum hast du denn jetzt überhaupt keine Chance, den zu treffen? Das verstehe ich gar nicht. Du gehst trotzdem mal dahin. Okay. Und tja, hier ist die Frage. Gehen wir jetzt daran? Wahnsinnig. Hier durch die gefährliche Ecke. Ich glaube ja. Weiter geht's. Okay, hat King erledigt. Yes. Müssen wir uns erstmal um Sherman kümmern. Gibt es hier irgendwas zu erforschen? Sieht nicht so aus. Und hier hinten ist der Eingang. Yes. Das Blöde ist jetzt, dass wirklich eigentlich ja alle ganz gut noch dabei sind, außer Sherman. So. Kisten für die Toten, Rohstoffverschwendung. Was heißt denn Kisten für die Toten? Wo sind denn hier Kisten? Können wir die aufmachen, die Kisten? Ich sehe keine Kisten, leider. Wo sind denn die Kisten? Das sind alles Grabsteine hier. Na gut, also, wie kriegen wir jetzt den Sherman ganz gut wieder? Was hat denn Haley noch dabei? Ich muss da mal einmal gucken. Mut wollen wir nicht. Halt beim ausgewählten Verbündeten eine mittlere Menge an Gesundheit. Das müssten wir wahrscheinlich jetzt mit Sherman mal machen. Und danach laufen wir weg, sozusagen. Laufen wir weiter, meine ich natürlich. Wir bleiben da jetzt einfach so stehen. Sherman kriegt einiges zurück. Ja, sehr gut. Und dann geht es jetzt weiter. Und zwar auch weiterhin
auf dieser Seite lang. Also Haley und Sherman beide hier unten rum. Sherman darf mal hier ganz unten rumlaufen. King kann sich mal vorsichtig dahin bewegen. Und Fry auf die andere Seite. Vorsichtig ist gut, die laufen jetzt hier offen durch, aber da ist der nächste. Auch leider mit einem M1. Wir hätten nochmal warten sollen. Was hat der für eine Eigenschaft? Achso, er wurde überrascht. Ja, das verspielen wir immer, dadurch, dass wir einfach so da lang rennen. Ja, das ist jetzt keine gute Position mehr für King. Für Fry ist es hier... Ja, okay. Das wird aber gleich nicht mehr okay sein, weil der hier nach vorne rennt wahrscheinlich. Probieren wir es trotzdem in der Form zu machen. Ja, das ist echt doof. Wir haben jetzt beide viel zu weit weg. Löschen wir erstmal nochmal so Sachen. Damit wir da schneller hinkommen vielleicht. Das gleiche für Haley, obwohl ne, die ist eigentlich relativ gerade da auf dem Weg. Na gut. Noch mehr Druck. King hat ein bisschen Stress gekriegt. Checkpoint ist schon mal gut. Na los. Jetzt kommen die von da oben. Das ist natürlich nicht gut, aber King steht eigentlich sehr gut da. Vielleicht haben wir doch durch den Überraschungsmoment zumindest das Glück, dass wir... du bleibst da mal stehen kurz oder schießt ja gleich auf dich da von der Seite. Vielleicht auch das. Dann gehen wir lieber mal hier rum. Haley braucht noch ein Stück, bis sie da ist. Ist ein bisschen die Frage. Also ich würde mal Haley als... Haley hierhin. Sherman eher hier unten rum. Okay. Ich weiß nicht, wie der von da oben... Ja, das habe ich mir... das habe ich befürchtet. Verdammte Axt. Jetzt hat Fry auch einiges abgekriegt. Der sollte vielleicht jetzt tatsächlich mal eine Sprenggranate werfen, wenn das geht nach da oben. Nee, geht natürlich nicht. Ach. Einen haben wir erledigt, glaube ich, ne? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier nach vorne ohne... Ja, das ist... Da sind wir nicht in Deckung von da oben. Dann ist nochmal die Frage, Haley, wie sieht's bei dir aus? Ordentlicher Schuss auf den, 45. Das wird nicht viel besser hier. Als da die 45, auf der wir jetzt stehen. Oder? 10, 10, 10. Wir hatten noch gerade mal mehr. 25, 35. Also ich meine, gut, wir können auch dahinter den da mit 60% abschießen. Bevor er in Deckung geht. Probieren wir das. Okay. Sherman, du musst, auch wenn es nicht cool ist, aber du musst hier irgendwie... Oder anders. Fry, gut, du wirst gleich... Das ist auch alles nicht cool. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Fry ist in Panik ausgebrochen. Ah, okay. Den können wir jetzt eh nicht bewegen. Also wir können natürlich eine Rauchgranate hier hinwerfen und dann wirklich nah rangehen, denn die haben jetzt, die sind für den Nahkampf jetzt nicht so gut ausgerüstet.
Schockgranate und Sprenggranate hat Sherman. Wie weit geht denn sowas? Nicht sehr weit und vor allen Dingen auch nur ums Eck. Da schaffen wir es nicht mehr in dieser Runde. 35, 40, wenn wir da sind und da probieren, eine Sprenggranate zu werfen, geht das nur hier hin. Ach Leute, das ist doch nicht gut so. Und auch von hier, ja, da geht's. Probieren wir es so, auch wenn Sherman da jetzt auch in Bedrängnis kommen wird. Du schießt auf den. Yes. Jetzt ist die Frage, was King macht. Schicken wir den noch nach vorne? Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, den nach vorne zu schicken. 20, 80. Wir könnten natürlich direkt den Verbandskasten, Verwendung pro Mission 3, wir könnten natürlich jetzt direkt sagen, wir bleiben hier stehen. Wir haben allerdings echt Probleme hier auch. Okay. Ich sehe aber gerade auch nicht so richtig, wo wir sonst hingehen können. Wir können uns jetzt verpieseln. Wir machen mal das so, dass wir quasi direkt jetzt... Ah, Moment. Dass wir uns beide heilen und damit hoffentlich den Feuersturm da oben überleben. Und vielleicht kommt ja Sherman so weit, dass er schießen kann. Und Panic, die beiden da oben sind auch in Panik. Hayley schießt aber voll daneben. So, Sherman, wie weit bist denn du? 2,2 Sekunden dauert der Spaß noch. Ich würde sagen, danach gehen wir doch mal hier hoch. Hier so hin. Wie lange braucht er dafür? 3,7. Kannst du hier vielleicht ganz kurz mal so 2 Sekunden warten, wenn das 2,2... Obwohl, na, du musst ein bisschen länger warten. Moment. Warte du bitte doch mal 3,5. Wenn er nach 2,2 erst schmeißt, dann wird es sonst eng. Und dann gehen wir hier nach vorne. Hi. Hayley probiert nochmal einen gezielten Schuss. 30%, 35. Ja, machen wir die 35. Hm. Fry ist wieder ein bisschen auf dem Dampfer. Der muss eigentlich auch nach vorne dann. Wie wäre es denn, wenn du auch hier 3 Sekunden wartest, 3,6 Sekunden wartest und dann auch nach oben gehst? Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht alle in diese Granate reinrennen, sondern dass die gut am Fliegen ist schon, bevor wir dahin gehen. Okay. So, das hat doch für ein bisschen Ärger gesorgt. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Sehr gut, sehr gut. Okay. Das war doch mal ein ordentlicher Angriff. So, King direkt rein. Okay. Fry außenrum. 50, ja, ist jetzt nicht perfekt, aber gut. Okay. Hayley von hier nochmal mit 25. Oder... Moment. Nee, Hayley zieht jetzt hinterher. Die beiden schaffen das da jetzt schon. Zumindest mal bis hier. Und Sherman geht auch. Die schaffen das jetzt, oder? Den da wegzuhauen. Sherman bewegt sich auch nach vorne. Los geht's. Ja, da flieht er. So, haben wir ihn. Sehr gut. Aber da oben ist schon der nächste, wenn ich das richtig sehe. Da steht noch einer.
auch wieder mit dem Scharfschützengewehr, aber er hat uns noch nicht gesehen. Gut. Ich finde, die Jungs machen das sehr gut hier. Die Jungs und Haley. Haley und die Jungs, kann man auch sagen. Und bin guter Dinge, dass wir den Anstand in der nächsten Runde beenden. Insofern sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.